Vielen Dank, Katrin. Wir haben gerade überlegt, ob wir lieber einen Rednerpult oder Redepult oder hinstellen. Ich denke, die hinteren Gäste, für die ist es schwierig, hier vorne das Podium zu sehen. Und ja, ich überlasse das jetzt einfach euch, wie ihr das handhaben wollt. Ne? Gut, ich stehe auf. Dann, in der Regel höre ich dann zu meinem Vor etwas. Gut, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, ich bin das zweite oder das dritte Mal in Kassel. Ich glaube, andere Menschen wissen das hier im Raum besser als ich in der Regel. Dann ist es schön, wieder hier zu sein. Ich finde es immer nur schade, ich kann auch heute erneut Kassel wieder nicht ansehen. Also ich rase immer vom Bahnhof hierher oder sonst irgendwo hin und dann wieder zum Bahnhof, aber vielleicht beim nächsten Mal. Erich, ich fand deinen Vortrag oder deine Darbietung sehr schön. Ich möchte dir mal was vorlesen, was gerade heute in der Presse war. Zufriedenheit der Deutschen. Froh zu sein, bedarf es einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Die Deutschen sind so zufrieden wie kaum je zuvor. Das liegt einer Studie zufolge an der niedrigen Arbeitslosigkeit. Am glücklichsten sind Jüngere in Westdeutschland, am unglücklichsten Ausländer im Osten. Wer einen Job hat, ist meistens glücklich. So, diese paar Sätze hat das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln anhand von Zahlen der Bundesagentur für Arbeit herausgebracht, also so eine Art Mini-Studie. Also ich denke, wir sollten uns alle glücklich schätzen, uns geht so gut wie noch nie. Wir haben es nur noch nicht bemerkt. Gut, ich glaube, zu meiner Person muss ich gar nicht so viel sagen. Ganz kurz aktuell das Gerichtsverfahren gegen das Jobcenter in Hamburg. Ich habe ja innerhalb von 4 Minuten verloren, vorletzte Woche. Also der Richter hat nur gesagt, Sie haben ja einen Job und damit ist alles erledigt. Also rein formal, also überhaupt nicht erneut nicht auf die Klageschrift eingegangen oder sonst was. Er war sehr unentspannt, das habe ich festgestellt. Er hat die Besucher angeschrien, er hat alle Fotografen alle rausgeworfen. Das war also nicht gerade eine Glanzleistung des Gerichts. Wir gehen natürlich, wir warten jetzt auf das Urteil, wobei alle Urteile, die ich schon bekommen habe, waren identisch im Wortlaut. Also eigentlich könnten Sie es durch den Kopierer schicken und eigentlich könnten wir es damit schon haben. Haben wir aber noch nicht. Also wir werden natürlich in Berufung gehen und damit vor das Landesarbeitsgericht. Auch die haben schon signalisiert, ich werde verlieren. Das ist schön, dass Sie das alles im Vorfeld wissen. Und anschließend dann, und das ist ja das, was ich auch will, und noch weiter zum Bundesarbeitsgericht. Ja, also das ist der aktuelle Und damit komme ich nämlich auch schon zum Thema Hartz IV, was auch meine Klage betrifft und das Sozialgericht Gotha. Vielleicht haben Sie ja mitbekommen, dass das Sozialgericht Gotha gesagt hat, die Sanktionen sind aus ihrer Sicht verfassungswidrig und einen Beschluss an das Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe geschickt haben, um das dort überprüfen zu lassen. Das war ja aufgrund eines Gutachtens von einer Rechtsanwalt Erdem als auch dem Bundesrichter außer Dienst, Wolfgang Neskowitsch. Dieses Gutachten begleitet mich übrigens auch von Beginn an in meinem Gerichtsverfahren. Und ich glaube, das ist nämlich diese Problematik. Keiner traut sich an dieses Gutachten ran, außer Gotha, Chapeau, sage ich. Wir müssen jetzt warten, was Karlsruhe einfach daraus macht. Und das ist auch gleich schon mal eine Aufforderung an Sie, an euch alle, wir müssen daran arbeiten, dass diese Thematik auch mit Karlsruhe, mit Gotha immer in der Öffentlichkeit bleibt. Die Medien haben ja ganz gut darüber berichtet, aber wir müssen es immer wieder mit Aktionen, wie zum Beispiel bei den Linken in der Kampagne, das muss drin sein, einfach auf den Tisch knallen, Menschen, die mit Medien zu tun haben, das immer wieder einfließen lassen, ja, um sozusagen hier Karlsruhe ein bisschen auch Druck aufzubauen. Sanktionen, ja, ein ganz großes Thema, ein kleines Thema, sage ich mal, im Schritt, um Hartz IV abzuschaffen. Eine Reformierung geistert ja auch immer mal durch die Medien, sehe ich als absolut sinnlos an. Wir brauchen keine Reformierung, wir brauchen die Abschaffung von Hartz IV und ein neues System oder neue Systeme. Und die Sanktionen ist halt ein Zwischenschritt dabei, Abschaffung der Sanktionen, was mir immer in den Jobcentern, ich war ja in unterschiedlichen tätig, sehr große Bauchschmerzen gemacht hat. Die Mitarbeiter müssen sanktionieren, wir kommen gar nicht drum herum. Dann, solange kein wichtiger Grund vorliegt, warum ein Erwerbsloser, übrigens heißt das nicht Arbeitsloser, sondern wirklich immer Erwerbsloser, ja, nicht zu einem Termin kommen konnte oder sich nicht bewerben konnte. Intern in den Jobcentern wird tatsächlich ganz doll oder ganz stark darauf geachtet, sanktioniert der Mitarbeiter oder sanktioniert er nicht. So, das heißt also, nachts gibt es auch eine Umwandlung im System, IT-System, und dieses IT-System zählt alle Quoten. Nachts um 0 Uhr geht das los für irgendwelche Statistiken. Also wurde eine Sanktion durchgeführt, wenn eine Anhörung rausgeschickt wurde, wurde eine Eingliederungsvereinbarung abgeschlossen, Vertrag zwischen Jobcenter und Erwerbsloser, wie viele Vermittlungsvorschläge sind rausgegangen, wie viele Kundengespräche in Anführungszeichen hatte der Vermittler. Also über alles wird nachts eine Statistik erstellt und entsprechend gezählt. So, ich möchte ja jetzt gar nicht alle Jobcenter schlecht machen. Das heißt, ich möchte hier auf den Punkt, es kommt tatsächlich auf die Führungskraft. Ja, wird ein Jobcenter sozial in Anführungszeichen oder menschlich geführt? Das hatte ich einmal in den 4, 5 Jobcentern war ich tätig, wo diese Teamleiterin gesagt hat, mir ist das alles egal, Hauptsache die Leute kommen und Hauptsache ihr gebt eine zweite und eine dritte Chance dem jungen Menschen oder dem Erwerbslosen. Also sie hat da gar nicht drauf geguckt. Ich hatte aber andere Führungskräfte, da gab es durchaus ein 4-Augen-Gespräch mit dem Hinweis, du hast hier eine Anhörung rausgeschickt, aber da ist ja gar nichts passiert, jetzt sind die 6 Monate rum, jetzt darfst du nicht mal sanktionieren. Und ich, ja, ne? Ja, muss ich irgendwie vergessen haben. Ja, also, ihr seht oder Sie sehen, es gibt tatsächlich Unterschiede. Nichtsdestotrotz, Sanktionen ist ein reines Erpressungsinstrument, was wir wirklich wie eine Keule um uns schlagen, mal etwas krasser ausgedrückt, um die Menschen dorthin zu bringen, wo sie nach unserer Ansicht in der Regel hin sollen. Ein Eurojob, irgendwelche Trainingsmaßnahmen, Zeit- und Leiharbeit, ja immer ganz oben im Ranking, oder ein Minijob, auch sehr beliebt, machen Sie mal einen Minijob für die Berufserfahrung. Das erzähle ich dann an 50-Jährigen, der 30 Jahre gearbeitet hat, ja, um auch wieder in das Berufsleben reinzukommen. Meine Erfahrung mit den Sanktionen ist diese, dass im Jugendbereich, also wirklich auch speziell im Jugendbereich, die Jugendlichen, die jungen Menschen sich abwenden. Die habe ich dann gar nicht mehr, die kommen einfach nicht mehr. Im Erwachsenenbereich, und je älter die Menschen werden, 40, 50 plus, damit, ich sage nicht besser umgehen, aber anders umgehen, dass sie sagen, es ist mir eigentlich egal, ja, sich wahrscheinlich denken, die blöde Kuh, so, und dann aber für sich versuchen, diesen Ausgleich zu kompensieren. Also Sie wissen, Sie haben ja dann im Durchschnitt 109 € weniger. Dann, also sammle ich entweder Flaschen, auch das gibt es, dann ich leihe mir Geld von Freunden, dann ich habe vielleicht noch einen Dispo-Kredit, ich habe vielleicht, auch das habe ich erlebt, Kreditkarte, die ich noch überziehen darf, ja. Aber es werden eigentlich damit immer irgendwo Schulden aufgebaut. Es bringt aber definitiv nicht in Arbeit. Und wenn die Bundesagentur für Arbeit sagt, das bringt in Arbeit, insbesondere Heinrich Alt, dann ist das für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, eine glatte Übertreibung bis hin zu einer Lüge. Es bringt nicht in Arbeit. So, was fordere ich noch? Klar, außer Abschaffung Hartz IV, ganz krasse Einschränkungen erstmal bis hin zur Abschaffung von Zeit- und Leiharbeit. Jo. Wir vermitteln sehr, sehr gerne Zeit- und Leiharbeit, das ist relativ einfach. Dann, in der Regel genügt da ein Telefonat und sagen, ich habe hier einen Bewerber oder Bewerberin, Und die Zeitung Leiharbeit sagte, schicken Sie mir vorbei. Die wollten teilweise noch nicht mal Lebenslauf, sondern dann vor Ort einen Personalfragebogen. Zeitung Leiharbeit führt in ganz seltenen Fällen in unbefristete sozialversicherungspflichtige Jobs analog einer Stammbelegschaft, sondern führt dazu, dass die Menschen 3 Monate dort sind oder 6 Monate, vielleicht auch mal 9 Monate, abhängig, und das finde ich ein ganz interessantes System, was ich über Jahre auch mal gestrichelt habe und versucht habe, wirklich auch nachzuprüfen, beiderzeit und Leiharbeit vor Ort und bundesweit, sind diese sogenannten Eingliederungszuschüsse. Das heißt, die Zeitung Leiharbeit bekommt einen Eingliederungszuschuss zum Lohn, dann eine Unterstützung zwischen 30 und 50% über 3 Monate, und danach muss diese Zeitung Leiharbeit wieder 3 Monate nachbeschäftigen. Also so lange, wie dieses Unternehmen einen Eingliederungszuschuss bekommt, müssen sie entsprechend auch nachbeschäftigen. Ich habe letztens, das fand ich ganz hochinteressant, also unter anderem ein Protokoll gelesen aus einer Teamleiterbesprechung, so operativer Service, das sind ja mal die Menschen da an der Basis, die mehr oder weniger das organisieren sollten oder sollen. Und habe das aber zum 3. Mal schon in einem Protokoll gelesen, dass dort festgestellt wird, dass die Menschen von vornherein 6 Monate befristet eingestellt werden und diese 6 Monate aber als Probezeit gelten. Und damit aber ganz klar ist, nach 6 Monaten hört der Arbeitsvertrag trotzdem auf. Innerhalb dieser Teamleiterbesprechung wurde dann aber tatsächlich beschlossen, dass man auch diese 6 Monate, obwohl vorher schon bekannt ist, die Menschen stehen nachher wieder im Jobcenter oder in der Arbeitsagentur, wurde beschlossen, dass auch diese 6 Monate im Eingliederungszuschuss begünstigt werden. Ja? Also man weiß im Vorfeld auf der Führungsebene schon, es gibt diese bewusst gestellten Arbeitsverträge oder erstellten Arbeitsverträge auf nur maximal 6 Monate, 3 Monate Zuschuss, 3 Monate Nachbeschäftigung und dann wieder Arbeitslosigkeit. In meinen Augen ist das absolut einmal gewollte Statistikmanipulation. Ja, die sind ja dann erstmal raus aus der Arbeitslosenstatistik. Als zweites eine Unterstützung, Subventionierung von Zeit- und Leiharbeit. Und damit auch eine Unterstützung von eigentlichen Unternehmen, die auch, ich sag mal, gerechtes Geld und auch unbefristet einstellen können. Also als Beispiel nehme ich in Hamburg immer Airbus, ja, auch wenn Airbus immer toll klingt, oder Mercedes, ja, die sehr, sehr viele Beschäftigte auf diese Art und Weise haben. Im System Hartz IV, wir hatten ja 1 auch bis 3, ich glaube, das auch du wirst darüber, glaube ich, nachher nochmal vielleicht ein bisschen was verlieren, dass sie eigentlich ja, auf einen Punkt bringen. Hartz IV ist in meinen Augen komplett gescheitert, wir haben die Arbeitslosigkeit nicht reduziert, ja, wir haben sie nur verschoben in eine andere Statistik und in Maßnahmen und sonstige Beschäftigungssachen, nenne ich das immer. Wir haben aber nicht wirklich weniger Arbeitslosigkeit. Wir haben eine Aufstockung im atypischen Beschäftigungssektor, also wie Mini- und Midi-Jobs, befristet und auch Teilzeit. Und wir haben konstant Arbeitslosigkeit, gerade im Bereich Hartz IV, die sich überhaupt nicht minimiert. Ja, also diese Zahl bleibt konstant und immer rund, spricht man ja inzwischen, glaube ich, von 3 Millionen. Ich nenne jetzt die realen Zahlen, nicht die beschönigten Zahlen. So, und die Nutznießer sind im Grunde genommen unsere Lobbyisten, unsere Unternehmen, die Zeit- und Leiharbeit. Wir haben allein in Hamburg über 700 Zeit- und Leiharbeitsunternehmen. Ja, wir haben in Hamburg 1,8 Millionen Einwohner derzeit. Davon 700 Unternehmen, eine Arbeitsagentur haut im Monat zwischen 30 und 35, ich spreche jetzt Zahlen aus Hamburg, zwischen 30 und 35.000 Vermittlungsvorschläge, also Stellenangebote, nur aus dem Bereich Zeit- und Leiharbeit raus, im Monat an die dortigen gemeldeten Erwerbslosen, arbeitslos als auch arbeitssuchend. Das müssen Sie sich mal vorstellen, 30 bis 35.000 Vermittlungsvorschläge. Ja. Das sprechen Sie mal runter auf andere Städte, was das allein auf Porto kostet. Wie viel kriegen Sie davon vermittelt? Im Schnitt 2.000 bis 2.500 im Monat. Ja, also unwahrscheinliche Steuergeldverschwendung noch dazu. Was kann ich mir stattdessen vorstellen? Einmal Arbeitszeitverkürzung, entweder dieses 30 Stunden bei vollem Lohn und Personalausgleich, weil wir einfach zu viele Menschen haben, die zu viel arbeiten und wir haben zu viele Erwerbslose, die arbeiten möchten, aber es gibt gar nicht die Arbeit. Ja, da kann ich mathematisch rechnen, wie ich will, ich kriege sie einfach nicht unter. Oder das bedingungslose Grundeinkommen, das ist ja bekannt, dass ich mich dafür auch ausspreche. Alles andere, wir müssen aber bei beiden Konzepten, müssen wir gucken, wie sind die ausgereift, die Konzepte. Ja, es darf niemals so ein Schnellschuss werden wie die Agenda 2010 in Hinterzimmern und vermutlich auf dem Bierdeckel, so kommt es mir definitiv vor, sondern wirklich angedacht. Ja. Gut, wie geht es weiter? In der Bewegung, ich plädiere immer dafür, dass wir sagen, wir müssen uns ein Netzwerk aufbauen. Wir haben sehr, sehr viele Einzelkämpfer, das ist gut, die brauchen wir, es müssen noch mehr werden, aber wir sollten uns viel, viel mehr vernetzen. Ja, über Organisationen, über APO-Bewegungen, über Verbände, Initiativen, natürlich Parteien. Wir haben derzeit nur eine Partei, die dafür in Frage kommt, das ist nun mal die Linke. Alle anderen Parteien klopfen sich auf die Schulter und sagen, wie toll wir sind und wie toll wir das alles machen. Und dann einfach sagen, welche gemeinsamen Aktionen gibt es. Sich beteiligen an Infoständen, sich beteiligen an Diskussionen, wie hier jetzt. Also ich bin ja hoch erfreut, wie viele Menschen Kassel hier hat. Ja, noch mehr Leute hier. Ja, und einfach auch mal Leserbriefe schreiben. Unterschätzen Sie nicht die Leserbriefe an die Zeitungen, auch wenn sie nicht gedruckt werden. Aber bombardieren Sie die Zeitungen, die Zeitschriften, gerade wenn Sie wieder hetzen. Also da gibt es ja immer eine große Zeitschrift mit 4 großen Buchstaben. Aber noch einen kleinen Schwenk, dann höre ich auf. Das war auch eine interessante Erfahrung mit meinem Buch. Also mein Buch wird ja von den Medien total verschwiegen. Finde ich hochinteressant. Und dann wurde mir eine E-Mail zugeleitet, die den Fokus betrifft. Kennen Sie, ne? Fokus, diese Zeitschrift von Fokus Online. So, und da war eigentlich ein Porträt für mich oder über mich fertig, auch betreffend auch des Buches so. Und plötzlich erreichte mich diese E-Mail, wo dann die Chefredaktion, also die Chefredaktion gibt es ja eigentlich auch noch einen Mann, dann sagte, ja, also dieser Bericht, dieses Porträt, das ist nicht unser Klientel, die wollen wir ja auch gar nicht. Ja, so, und deswegen können wir da jetzt auch nicht drüber schreiben. Also ich fand das von dem her sehr interessant, diese absolute Stigmatisierung schon. Ja, dieses Klientel war natürlich die Erwerbslosen mit angedacht. Dann diese Stigmatisierung, wir haben dieses Klientel nicht, das wissen die doch gar nicht. Ja, wollen sie das wirklich wissen, wer nachher alles Fokus kauft. Und aber auch dieses, das wollen wir gar nicht. Ja, wo ich dachte, guter Mann, steig mal von deinem Ross runter. Es sind nur 12 Monate zwischen dir und Hartz IV. Ja. Aber ich glaube, das ist ihm noch nicht bewusst. Vielleicht sollten wir ihm das mal bewusst machen. Vielen Dank.